Friederike Kramer hat Skandinavistik, Bibliotheks- und Informationswissenschaften eben in Berlin und Bergen studiert und ist seit 2010 an der Universität der Künste zu Berlin, an der dortigen Universitätsbibliothek tätig. Mittlerweile eben seit 2020 dort auch stellvertretende Bibliotheksleiterin und leitet dort eben auch den Bereich digitale Dienste, ist selbst auch als Fachreferentin tätig, also auch hier für Kommunikation, Erziehungswissenschaften, Theater, Tanz. Und seit 2024 auch offizielle Open Access Beauftragte der UdK. Das heißt, es fließt hier nicht nur natürlich das Thema Forschungsdatenmanagement, alles zugehört, sondern selbstverständlich auch Open Access, Open Science mit ein. Woher wir uns eigentlich kennen, das ist in Wahrheit die Fokusgruppe, die jetzt Fokusgruppe heißt, früher ein bisschen ein wilder Zusammenschluss aus interessierten Kolleginnen war, Fokusgruppe Open Access in den Künsten, die es eben seit, ich glaube, 2023, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, im Rahmen des Open Access Network, die im Rahmen des Open Access Network etabliert wurden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Friederike, vielen herzlichen Dank schon mal vorab, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Webinar zu machen, und ich freue mich schon sehr auf deinen Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank, Andi, und auch von mir ein Hallo in die Runde. Ich muss nur einmal ganz kurz korrigieren. Die Fokusgruppe gibt es ursprünglich seit 2019. Also deswegen, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Also es kommt einem trotzdem vor, als wenn es erst gestern wäre. Ich teile mal meinen Bildschirm und starte dann auch gleich meine Präsentation. Die Sekunde, jetzt für alle sichtbar sein müsste. Und ich spreche heute zu Open Research an der UdK Berlin, speziell mit dem Beispiel des Forschungsdatenmanagements. Und der Titel des Vortrags ist auch unser Slogan, den wir an der UdK haben, nämlich Your Work, Your Choice. Und das wird sich auch bei den nächsten Folien ein bisschen ergründen, warum wir eigentlich diesen Slogan gewählt haben. Beginnen wir erstmal. Was erwartet Sie jetzt in den nächsten, ich vermute mal, fast 45 Minuten? Ich werde natürlich einmal kurz für alle, die die UdK Berlin noch nicht so kennen, diese schöne Kunsthochschule einmal vorstellen. Ich werde vorstellen, was eigentlich Open Research für uns an einer Kunsthochschule bedeutet. Das ist ja auch doch nochmal ganz spannend, einen etwas anderen Blick drauf zu haben. Ich werde einen kurzen Einblick geben in das Konsortium NFDI for Culture. Wenn Sie davon noch gar nichts gehört haben, gar kein Problem. Das erfahren Sie dann. Ich werde die Services der Bibliothek vorstellen, die wir in dem Bereich Open Research und dann auch speziell Datenmanagement haben. Und dann, was wahrscheinlich am spannendsten ist, ich habe auch drei Beispiele aus der Praxis mitgebracht, die vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, was bei uns eigentlich so die Herausforderungen sind, um dann mit genau denen noch mal in a nutshell zu enden. Aber erst einmal ganz kurz, woher komme ich jetzt genau? Die UdK Berlin ist eine der größten künstlerischen Hochschulen Europas. Und bei uns, das ist was Besonderes, was es zumindest in Deutschland an nicht wahnsinnig vielen Hochschulen gibt. Wir haben eigentlich alle Künste unter einem Dach vereint. Und bei uns ist es so, dass Lehre und Forschung, die immer sehr, sehr intensiv Hand in Hand gehen, eben zu bildender Kunst, zur darstellenden Kunst, zur Gestaltung und zur Musik stattfinden. Und das Ganze an vier Fakultäten, dem Berlin Career College, wo es dann die weiterführenden, die berufsbegleitenden Studiengänge gibt, dem hochschulübergreifenden Zentrum für Tanz oder auch dem Jazzinstitut, ebenfalls hochschulübergreifend angesiedelt. Also Sie sehen, es ist schon eine große Bandbreite, wo es bei uns alles um die Künste gehen kann. Wir haben circa 4.000 Studierende aus über 90 Ländern. Das mag für andere Universitäten wenig klingen. Für eine künstlerische Hochschule ist das wirklich, wirklich richtig viel. Und auch mit über 90 Ländern sind wir sehr international aufgestellt. Das merkt man auch, wenn man sich bei uns die Studierendenschaft anguckt. Auf diese 4.000 Studierende kommen circa 1.170 Dozierende. Das ist auch für andere Hochschulen, denke ich mal, richtig viel oder ein sehr guter Schlüssel. Es hat aber auch damit zu tun, dass es in den Künsten häufig sehr kleine Klassen gibt oder auch ja, eine sehr intensive Betreuung geben muss. Wir haben insgesamt über 70 Studiengänge aus dem ganzen Spektrum nicht nur der Künste, sondern auch der auf die Künste bezogenen Wissenschaften. Und wir haben das Promotions- und Habilitationsrecht. Das heißt, wir haben wirklich alles bei uns vereint.
Und das führt mich jetzt auch schon gleich zu dem Punkt, was heißt das dann eigentlich zum Punkt Open Research an einer Kunsthochschule, wenn man eine Kunsthochschule hat, die so international aufgestellt ist, wo Lehre und Forschung Hand in Hand gehen, wo ich auch, also wo ich die künstlerische Praxis mit drin habe, aber eben auch die Wissenschaften. Und ich bin sehr froh, Ihnen heute mitbringen zu können, das Open Research Statement der UdK, was noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, das haben wir erst im März veröffentlicht. Und da haben wir uns viele Gedanken gemacht und uns dann dafür ausgesprochen, zu sagen, Open Research steht für eine offene Wissenschaft und Forschung, also für die rechtlich abgesicherte, kostenfreie Nachnutzung von Publikationen, Forschungsdaten, Forschungssoftware und Kulturgut etc. Die UdK respektiert legitime Schutzrechte und schließt sich der von der UNESCO vertretenen Maxime so offen wie möglich, so geschützt wie nötig an. Openness umfasst deshalb für uns auch immer den offenen Zugang zu Beratungs- und Aushandlungsräumen für den berechtigten Interessensausgleich in allen Phasen des Datenlebenszyklus. Gerade in den Künsten und auf die künstebezogenen Wissenschaften müssen die Interessen und Rechte aller Beteiligten abgewogen und die Umsetzung der möglichen Openness darauf ausgelegt werden. Das ist der erste Teil und der beinhaltet so viel. Und wenn Sie sich schon ein bisschen mit Open Science oder Open Research und speziell Forschungsdatenmanagement beschäftigt haben, dann haben Sie vielleicht schon in vielen Bereichen eben diesen großen Wunsch nach Offenheit mitbekommen. In den Künsten kann man aber nicht immer so offen agieren, weil eben so viel dranhängt. Und deswegen war es uns ein ganz großes Anliegen, auch ja, diesen berechtigten Interessensausgleich mit reinzubringen und vor allen Dingen auch zu sagen, dass es durchaus Inhalte gibt, die aus guten Gründen einem Schutz unterliegen und dass wir den natürlich auch mit vertreten müssen. Und deswegen geht es weiter, dass die durch Open Research verfolgte offene Zugänglichkeit, Nachvollziehbarkeit und eben womöglich Nachnutzbarkeit künstlerischer wie wissenschaftlicher Prozesse gewährleistet einen nahtlosen Wissenstransfer. Außerdem sichert sie den Künsten, den Wissenschaften und der Gesellschaft und der Wirtschaft eine Teilhabe an den Erkenntnissen. Und jetzt kommt eigentlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. An der UdK Berlin sind Forschung und Lehre eng miteinander verknüpft, sodass auch primär forschungsrelevante Themen wie Open Research ebenso für die Lehre von großer Bedeutung sind. Die Hochschule betrachtet Open Research immer im Kontext von Kunst und Wissenschaft und der ihnen verfassungsgemäß zugehörigen Freiheitsrechte, denn an der UdK werden künstlerische und wissenschaftliche Inhalte sowohl beforscht als auch künstlerisch entwickelt. Der Zugang zu diesen Inhalten ist nicht selbstverständlich und muss kontinuierlich geschaffen, genutzt und gesichert werden. Also Sie sehen schon, Open Research heißt für uns halt einfach noch mal mehr als jetzt in Anführungsstrichen nur Forschungsergebnisse frei zugänglich zu gestalten. Und wenn man sich das anguckt, dann heißt das für uns nämlich auch, was bedeutet oder worauf bezieht sich Open Research ja, an einer künstlerischen Hochschule? Und wir haben auf unserer Website inzwischen auch diese schöne Grafik, wo wir einfach mal diese für uns wichtigen Open Research-Bausteine aufgeführt haben. Es gibt natürlich sehr viel mehr. Das sind die, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt an der UdK einfach ja, momentan die größte Rolle spielen. Und was mir wichtig ist, mit dieser Grafik zu zeigen, sie gehen alle Hand in Hand. Also wir können an der UdK, wir können nicht Open Access alleine als Insel sehen. Das geht immer, irgendwo spielt das mit rein in die Open Educational Resources, es spielt mit rein in Open Data, natürlich Open Cultural Heritage und Open Source, weil das bei uns auch immer ein großes Anliegen ist an der Uni, dass das möglichst noch mit genutzt und gefördert wird. Und das Einzige, wo wir diesen kleinen Begriff Science, den wir sonst immer bewusst versuchen zu umgehen, weil eben Science inhaltlich etwas anderes ist als das, was wir in der UdK machen, haben wir hier noch mit drin mit Citizen Science. Das ist etwas, wo wir dann das in dem Kontext haben, wenn zum Beispiel Personen, die eigentlich ja nicht aus dem Fach sind, aber trotzdem dafür etwas tun. Und das mein Lieblingsbeispiel ist dafür, dass wir jetzt zum Beispiel mit den Fachbereichen der darstellenden Kunst zusammenarbeiten als Bibliothek, die ihre eigenen Bestände erschließen wollen, weil sie da ein kleines Inszenierungsarchiv machen wollen. Und damit sie ja eigentlich ja, die Erschließungsarbeit machen, die ja in unserem Fachbereich liegen würde. Und dann aber auch ihren Beitrag dazu leisten, zu diesem Open Research. Also nicht irritiert sein, dass wir doch an einer Stelle von Science sprechen, eben weil dieser etablierte Begriff Citizen Sciences. Kurz zusammengefasst, bei uns gehen Lehre und Forschung Hand in Hand. Das ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Deswegen Open Research ist immer für uns beides.
Wir müssen immer, immer, immer die Interessen und Rechte aller Beteiligten stetig abwägen, eben weil das so wichtig ist und weil da ja auch eine wirtschaftliche Existenz von Künstlerinnen und Künstlern dranhängt und ja, da einfach nochmal andere Begebenheiten herrschen. Wir müssen die Bausteine, also die Sie vorhin auch gesehen haben und wie sie ineinander greifen, auch immer je Phase des Datenlebenszykluses betrachten. Also das kann man bei uns wirklich ganz schlecht voneinander trennen. Das macht es sehr komplex. Und es ist eben auch wichtig, dass wir so offen wie möglich und geschützt, so geschützt wie nötig arbeiten können. Und damit wir das können, gibt es inzwischen seit 2020, glaube ich, kommt aber auf der nächsten Folie, die NFDE for Culture, das heißt aufgelöst die nationale Forschungsdateninfrastruktur für materielle und immaterielle Kulturgüter. Das ist ein ganz tolles Konsortium. Und bevor ich jetzt aber wahnsinnig viel dazu erzähle, weil das mache ich gleich auf der nächsten Folie nochmal ein bisschen anteilig, habe ich gedacht, wir gucken uns ganz kurz den Einführungsfilm von NFDE for Culture an, wo sie nämlich einfach selber beschreiben, was sie machen. Und ich hoffe, dass das jetzt gleich alle hören werden. Ja, leider hat sich das bewahrheitet, dass nicht nur ich nichts höre, Sie hören sondern den. Ah, das tut mir sehr leid. Okay, dann. vielleicht gibt es auch einen Link zu diesem Es Video gibt oder so. einen Link, den habe ich da in der Folie mit drin. Der kommt auch auf die. Der kommt ja auch in die Präsentation. Dann skippen wir das ganz kurz. Das tut mir wirklich leid. Das wäre so schön gewesen. Dann hätte ich das nämlich nicht erzählen müssen. Dann gehen wir weiter. Also dieses Konsortium, was jetzt in dem Video gewesen wäre. Fangen wir kurz mit dem Geschichtlichen an. Das ist 2020 als erstes geisteswissenschaftliches Konsortium gegründet worden, ist so wie die ganzen NFDEs der DFG mit unterstellt und besteht aus 9 Trägerinstitutionen. Dies ist das, was Sie hier auf der Karte sehen. Das sind 4 Unis, eine Akademie der Wissenschaften, was ganz besonders toll ist, dass wir auch eine Institution aus dem Glam-Bereich haben. Und eben noch 2 Institutionen für die Infrastruktur. Und dieses Konsortium hat als große Aufgabe, sich zu überlegen, welche Daten werden eigentlich in den Künsten und auf die künstenbezogenen Wissenschaften erzeugt und wie kann man mit denen umgehen und wie kann man mit denen auch standardisiert oder möglichst standardisiert umgehen, damit eine gute Forschung dazu gewährleistet wird. Und dieses Konsortium ist extrem breit aufgestellt. Also es gibt, wie gesagt, diese 9 Trägerinstitutionen. Dann sind da 11 Fachgesellschaften mit drin aus den Disziplinen Kunstwissenschaft, Architektur, Musikwissenschaft. Und jetzt habe ich das dritte vergessen, weil es in dem Video war, das nächste. Ah, Film- und Medienwissenschaft. So. Also aus diesem ganzen Spektrum der Künste sind die alle vertreten. Und es gibt auch noch 52 Participants oder Partner, die da eben mitwirken. Und die UdK ist einer dieser Participants. Wenn man sich jetzt anguckt, wie unterstützen die eigentlich? Es gibt bei NFDE for Culture sogenannte Task Areas. Sehen Sie rechts ist einmal die Aufschlüsselung von den 6 Task Areas. Die sind am Datenlebenszyklus orientiert. Und es gibt auch noch Helpdesks, vor allen Dingen einen sogenannten Legal Helpdesk, an den man sich mit rechtlichen Fragen richten kann. Und der große Vorteil ist einfach, egal wo, in welchem Datenlebenszyklus, in welcher Phase des Datenlebenszyklus man sich gerade befindet. Man kann sich immer an das Konsortium wenden. Dann bekommt man, also man füllt ein Online-Formular aus, dann bekommt man in der Regel eine Antwort mit ersten ExpertInnen zu dem Thema und macht Zoom-Termine und kann sich weiter austauschen, bekommt wertvolle Informationen oder wird auch bei Veröffentlichungsprozessen oder sonstigen Fragen auch weiter begleitet. Und ich glaube, ich habe inzwischen über 40 oder 50 Anfragen gestellt zu verschiedensten Themen, die da eben abgebildet sind. Und das wird auch gleich bei den Beispielen nochmal mit rauskommen. Also NFDE for Culture ist für uns ein wichtiger Part.
Und wir haben unsere Services, die wir in der Bibliothek mit aufgebaut haben, auch zum Teil nur aufbauen können, weil wir eben mit dieser Expertise im Hintergrund schon so viele tolle Erfahrungen machen konnten. Damit man die Services besser versteht, einmal ganz kurz Blick auf unsere Bibliothek. Wir sind 48 Mitarbeitende auf 35,5 Vollzeitäquivalenten. Das ist für eine Uni-Bibliothek eigentlich nicht besonders groß, aber auch hier für eine künstlerische Spezialbibliothek oder für eine Uni-Bibliothek einer Universität der Künste ist das unglaublich groß. Also ich kenne die meisten anderen Bibliotheken in dem Sektor, in dem Spektrum, die mit, ich weiß nicht, einer einstelligen Personenanzahl, ja, diese ganze viele Arbeit stemmen. Und wir sind eben 48. Das hat auch dann zur Folge, dass wir derzeit anteilig 4 Personen im Team Open Access sind. Also hier haben wir die Namenstransformation zur Open Research noch vor uns. Und da betreuen wir eben Publikationen, aber da ist eben auch das Datenmanagement bei uns mit angesiedelt und auch derzeit digitale Informationskompetenz, speziell eben auf Open Research ausgerichtet. Da anteilig bei uns die Stellen auch über Drittmittel finanziert sind, werden wir voraussichtlich ab 25 nur noch 3 Personen sein. Und anteilig ist hier auch das ganz wichtige Wort. Bei uns in der Bibliothek machen die Personen viele verschiedene Tätigkeiten. Also Andi hat es ja vorhin bei mir ganz kurz genannt. Ich mache auch viele verschiedene Tätigkeiten. Und eine davon ist eben, dass wir in diesem Team dann jeweils uns den verschiedensten großen Fragen von Open Research und jetzt eben speziell auch Datenmanagement widmen. Noch ganz kurz, wir haben circa 600.000 Medien. Davon ist nur ein Viertel elektronisch. Das hat auch was damit zu tun, dass das Elektronische in den Künsten noch gar nicht, oder es kommt immer stärker, aber es ist längst noch nicht ein Primärmedium und wird es in manchen Bereichen auch vielleicht zumindest mittelfristig nicht sein. Aber wir haben inzwischen 1.000 Open Access Publikationen. Ich gebe zu, ich zähle bewusst unsere Digitalisate damit rein, die wir unter Public Domain Mark veröffentlichen, weil ich die ja immer als eine sehr späte Zweitveröffentlichung betrachte. Und ganz frisch haben wir auch ein Datenset und das habe ich auch mitgebracht. Wenn wir uns jetzt die Services bezüglich Open Research näher angucken, dann sehen Sie jetzt zuallererst schon mal ganz viele Sprechblasen, weil ich finde, das ist das Treffendste, wie man es beschreiben kann. Denn wir machen eigentlich ganz viele Gespräche. Bei uns ist die Individualberatung mit das Wichtigste, weil wir da halt Unterstützung anbieten für wirklich Publikationen jeder Art. Das können ganz, ich sag mal, klassische Publikationen sein, wie Buchveröffentlichungen oder Zeitschriftenartikel. Das können aber auch multimodale Publikationen sein, wo es gar nicht so einfach ist, abzugrenzen, ja, welche Publikationsform das eigentlich sein kann, weil in den Künsten das immer so schön ist. Es kann ja immer alles, vorkommen. Wir unterstützen bei der Wahl der verschiedenen Plattformen, welche da am besten geeignet sein kann. Wir geben natürlich auch Unterstützung für Datenmanagementpläne, habe ich nachher auch noch ein Beispiel mit dabei. Und wir geben auch Unterstützung für bei rechtlichen Fragen, machen natürlich keine Rechtsberatung, weil keiner von uns ist Jurist oder Juristin. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt in den letzten 6 Jahren da doch ein recht solides Grundwissen uns angeeignet haben und da eben viele rechtliche Fragen schon vorab bei uns klären können oder dann eben die Expertise von NFDE for Culture in Anspruch nehmen. Und wir bieten natürlich auch noch Workshops an. Das ist dann ein Teil der digitalen Informationskompetenz, die ja momentan auch noch bei uns im Team mitliegt. Was besonders schön ist, diese Services, die sind ja nicht nur für die Community, also für die UdK-Mitglieder ein großer Mehrwert, sondern das ist eigentlich so ein Wechselspiel aus der Community in die Community wieder hinein, also in die verschiedenen Communities. Denn alles, was wir durch diese Individualberatung erfahren und an NFDE for Culture zum Beispiel weitergeben, das fließt auch dort wieder in Entwicklungen mit ein und andersrum auch. Also wir nehmen von denen ja auch Erfahrungen und Ideen mit und können die wiederum in die UdK einfließen lassen. Wir haben aber trotzdem natürlich auch ganz viele Herausforderungen und eine große Herausforderung sind die Plattformen, damit Sie eine Idee haben, was wir eigentlich so haben. Wir haben eine Plattform für Text und wir bieten Plattformen als in Kooperation an für AV. Die Plattform für Text, das ist bei uns derzeit der UdK-Dokumentenserver mit der Software Opus 4. Und wie der Name schon sagt, der ist richtig gut für Textdokumente geeignet, für alles andere eigentlich für uns zumindest weniger gut. Deswegen gehen wir in Kooperation mit dem AV-Portal von der TIB in Hannover oder dann eben auch momentan nur für Textpublikationen mit Musikon. Das ist
ein musikwissenschaftliches disziplinäres Repositorium. Was wir aber brauchen, das sind ja eigentlich Plattformen für multimodale Publikationen, weil eben bei uns das so changieren kann. Und auch im Forschungsdatenmanagement, es kann halt einfach alles sein. Und wir brauchen vor allen Dingen auch Plattformen, die für künstlerisch und/oder wissenschaftliche Daten offen sind. Und das merken wir auch immer mehr, dass es die Künste und auf die Künste bezogenen Wissenschaften, dass es für manche Personen gar nicht so einfach ist, denn nachzuvollziehen, warum das trotzdem ein wichtiger Inhalt ist, auch wenn es jetzt nicht primär in einem Wissenschafts-, sondern in einem künstlerischen Kontext entstanden ist. Und was wir ganz dringend brauchen, das sind Plattformen mit niedrigschwelligen Veröffentlichungsprozessen, weil gerade in den Künsten konkurrieren wir mit Plattformen, die es einfach so im Internet gibt. Sie alle kennen YouTube und Vimeo oder Instagram oder Jumpo oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Da kann ich einfach was hochladen. Ich brauche vielleicht noch nicht mal unbedingt einen Account. Also ich muss mich vielleicht noch nicht mal registrieren. Und selbst wenn ich mich registrieren muss, das geht alles ganz einfach. Die Plattformen, mit denen wir derzeit die Services anbieten können, haben da einen deutlich schwierigeren Veröffentlichungsprozess, was auch abschreckend wirken kann. Deswegen habe ich das hier nochmal mit aufgenommen, dass es für mich ein ganz großes Anliegen ist, das einfacher zu gestalten. Nächste Herausforderung sind Datenmanagementpläne. Ich habe versucht, das ein bisschen zu visualisieren, damit Sie ein Gefühl davon kriegen, das soll eigentlich der Blick in die Kristallkugel sein. Denn diese Datenmanagementpläne, die machen wir mit einer Blackbox an Datenformaten, weil häufig nicht im Vorfeld klar ist, was für Datenformate werden da eigentlich am Ende, müssen gemanagt werden. Wir wissen auch ganz häufig nicht, was für ein Datenvolumen muss am Ende eigentlich gemanagt werden. Wir wissen, es wird höchstwahrscheinlich rechtliche Hürden geben, aber welche genau das sind, das wissen wir auch nicht. Und sie können sich aus verschiedenen Rechtsgebieten mit reinspielen, also Urheberrecht auf jeden Fall, aber es kann auch das herrliche Archivrecht mit reinspielen oder vielleicht auch noch Rechtsaspekte, die wir noch gar nicht bedacht hatten, Datenschutz und was weiß ich alles. Also auf jeden Fall ja, viel Unbekanntes. Und dann haben wir ja auch immer noch die große Herausforderung, uns zu überlegen, in welcher Form von Openness wir was eigentlich auch umsetzen können oder wo wir kreative Lösungen für finden und wo es eigentlich vielleicht doch noch Grenzen gibt, die wir noch nicht überwinden können, auch wenn die Bereitschaft dazu durchaus da wäre. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, es gibt ja auch noch die Problematik der Plattformen, nur weil ich schon mal eine Idee habe von den Datenformaten, den Datenvolumen, den rechtlichen Herausforderungen. Wenn ich am Ende keine gute Plattform dafür finde, wird es auch schwierig. Ich sollte Ihnen jetzt alles erstmal so einen kleinen Einblick geben in die ja, in unsere Services, mit was wir eigentlich arbeiten. Und vielleicht wird es etwas konkreter, wenn ich jetzt mit den Beispielen starte. Und ich habe ja gesagt, ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht. Und das erste Beispiel, das ist das, was wir jetzt gerade erst brandneu veröffentlicht haben. Das ist nämlich die Installation Dialectics of Climate Futures von Millie Keil und Philipp Proff. Das sind zwei Studierende aus dem TU und UdK Modellstudiengang Design und Computation. Das finde ich auch besonders schön. Das ist ein Studiengang, der an zwei Unis gleichzeitig angesiedelt ist. Das ist eine künstlerische Installation. Und da, also die Idee dahinter ist, die Rezipientinnen mittels der Dialektik in den Diskurs zur Klimakrise einzubinden und dabei auch noch mit KI und Datenvisualisierung zu arbeiten. Und wenn Sie jetzt dieses Bild rechts sich angucken, dann sehen Sie ja unten so ein schräges weißes Rechteck. Das ist ein Datentisch. Und auf diesem Datentisch bekommen die Rezipientinnen am Anfang eine Emotionsliste zur Auswahl und sie wählen sich selber eine Emotion aus, die sie mit der Klimakrise für sich verbinden. Und dann bekommen sie eine Aussage im nächsten Schritt. Ja, in diesem Datentisch können sie eine Aussage lesen, die ist exakt in der gegenteiligen Emotion formuliert. Also ich bin sehr wütend probiert und dann habe ich eine wahnsinnig freudige, positive Aussage zur Klimakrise vorgesetzt bekommen. Und da waren dann ja, Freistellen, wo ich Wörter eintragen konnte. Und diese Wörter, die man da einträgt, die werden dann mittels ChatGPT wiederum analysiert und am Ende visualisiert. Und die Visualisierung, das ist das, was Sie auf dieser runden Scheibe an der Wand sehen.
Diese Begriffe, die wachsen dann, je mehr Einträge man über diesen Datentisch macht. Und das Ganze ist ein sehr dynamisches Bild und ja, bewegt sich dann wunderbar, je nachdem, wie die Einträge eben sind. Jetzt ist die große Frage, man hat diese Installation. Wie geht man denn da jetzt eigentlich vor beim Datenmanagement? Also wie dokumentiert man eigentlich so eine physische Installation? Und welche mit ihr verbundenen und sowieso auch erzeugten Daten sind eigentlich relevant für ein Datenmanagement? Und ich habe da intensiv mit den beiden Studierenden dran gesessen und wir haben auch die Expertise von NFDE for Culture mit einbezogen. Das Ganze hat 340 Tage gedauert, bis wir diese ganzen Fragen mal geklärt haben. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass die Studierenden eine Beschreibung ihrer Installation entworfen haben, die mit Bildern angereichert haben und auch die ganzen Datenflüsse minutiös dargelegt haben und dann eben auch die dahinterliegende SQL-Datenbank mit den Datensätzen freigeben wollten oder freigegeben haben. Und wir mussten natürlich dann auch bedenken, welche Form der Nachnutzung wird von den Urheberinnen eigentlich gewünscht und wie lässt sie sich realisieren? Also diese ganze Überlegung zielt ja eigentlich darauf ab, wenn ich etwas veröffentliche, was soll damit geschehen? Und Ihnen war zum Beispiel wichtig, dass es ein digitales Erfahren der Installation gibt, auch wenn man sie selbst vielleicht nicht gesehen hat. Und vor allen Dingen auch, dass ein Wiederaufbau der Installation möglich ist und eine Fortführung des Diskurses von anderen Personen vorgenommen werden kann. Und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft. Sie werden dann, also wenn Sie die Folien später auf der Website runterladen, können Sie auch über die Links sich doch mal genau dieses Datenset anschauen. Auf der linken Seite sehen Sie einen Ausschnitt der Aufnahme auf dem Repositorium Radar for Culture, wo wir veröffentlicht haben. Ich habe vorhin gesagt, wir haben selber keine Infrastruktur, deswegen waren wir sehr dankbar, dass wir dieses Repositorium nutzen konnten. Das ist auch ein Service von NFDE for Culture und dort findet sich jetzt eben ja, das Datenset mit der Beschreibung der SQL-Datenbank und noch weiterführenden Informationen. Und was ich auch besonders schön finde, ist, dass meine Kollegin, die für uns für die Formalerschließung zuständig ist, es wirklich punktgenau für diese Veranstaltung geschafft hat, das Ganze auch noch zu katalogisieren, sodass wir es auch noch im Bibliothekskatalog nachweisen können und es so auch noch ein bisschen sichtbarer wird und hoffentlich viele andere ja, diese Datenset finden und darauf aufbauen können. An. Soweit. Das nächste Beispiel, was ich mitgebracht habe, das ist ein Beispiel, was ich selber nicht betreut habe, mit dem ich aber konfrontiert worden bin in einer Ringvorlesung, die bei uns an der Musikwissenschaft derzeit läuft. Sie ist zum Thema Hilfe, wir müssen reden, Digitalität in der Musik. Und da wurden ganz viele oder werden ganz viele Fallbeispiele derzeit aus der, ja, allen die Musik betreffenden Bereichen eben zusammengetragen. Und da habe ich mit einer Professorin gesprochen, also quasi ein Live-Beratungsinterview mit ihr geführt. Und sie forscht zur Aufführungspraxis zeitgenössischer Musik. Und Sie sehen jetzt rechts auch schon, welcher Bereich der Musik es ist. Es ist nämlich Computermusik, das heißt so kleine Synthesizer und all das, was da eben mit dieser Musik erzeugt worden ist, sie beginnt in den 1980er Jahren. Und ihre Forschung beinhaltet eben auch ein Datenset. Und dieses Datenset ist eine Quellensammlung von extrem heterogenem Ausgangsmaterial, was sie innerhalb dieser Forschung zusammengesucht hat. Das kann sein Bildmaterial, das kann sein AV-Material, also Mitschnitte oder Inszenierungen von dieser Computermusik, das können Programmhefte von Aufführungen sein. Das sind zum Teil aber auch die Abspielgeräte selber, also so ein Synthesizer von 1985 kann ja auch die Frage sein, wie funktioniert er eigentlich noch und wo kann ich den abspielen? Und wenn ich dann das Stück von 1985 habe und das Gerät aber nicht mehr, wie klingt das dann? Also all das, was diese Aufführungspraxis ja mit sich bringt. Da hat sie ganz viel Quellenarbeit im Prinzip betrieben. Und dann hat sie nämlich auch festgestellt, dass diese Quellenarbeit mit extrem heterogenen Metadaten einhergeht. Also sie hat dann versucht, dieses sehr heterogene Ausgangsmaterial einfach auch irgendwie zu erfassen und hat dann im Laufe der Forschung festgestellt, dass sich die Anforderungen an die Datenerfassung ständig verändern. Wenn man am Ende aber 5000 Datensätze hat,
fängt man und dann feststellt, ah, hätte ich noch diesen Aspekt mit erfasst, dann fange ich vielleicht nicht unbedingt an, diese 5000 Datensätze nochmal wieder neu anzufassen. Und das war für Sie auch nochmal eine ganz große Herausforderung. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich in diesem, dieser Phase des Datenlebenszyklus, dieser Erzeugung und dieser dynamischen Bearbeitung, da auch noch diese Änderungen, die sich mit dem wachsenden Forschungsstand ergeben können, mit einfließen zu lassen? Hinzu kommt, dass das ein Bereich ist, wo es auch nur eine begrenzt vorhandene normierte Technologie gibt. Alle, die irgendwo im Bibliothekswesen arbeiten, sind dankbar über normierte Terminologien. Wenn man plötzlich in einem Bereich ist, in dem es die nicht gibt, kann es natürlich auch noch sehr schwierig werden. Und hier ist es so, dass die Herausforderung einer möglichen Veröffentlichung, also dieses Datenset ist noch nicht veröffentlicht, die liegen für die Forschende darin, dass sie nach wie vor noch Nacharbeiten oder auch Überarbeitungen vornehmen möchte. Also dieses Datenset ist gar nicht abgeschlossen. Bis sie es schafft, es abzuschließen, kann entweder noch eine unglaublich lange Zeit vergehen. Bis dahin wäre es nirgendwo zugänglich. Oder es würde eben Möglichkeiten geben, ja, mit Versionierung oder welcher Form auch immer arbeiten zu können, um eben diese Verfeinerung noch einfließen lassen zu können. Das geht für Sie auch ein bisschen mit einer Sichtbarkeit, mit einem kontrollierten Zugriff einher. Das heißt, auf der einen Seite wäre es ganz, ganz toll, wenn es grundsätzlich ja, bekannt werden würde, wenn es ein sichtbares Datenset gibt. Aber es noch nicht komplett freigegeben ist und auch nicht mit einer freien Lizenz schon freigegeben ist, eben weil da noch so viel Work in Progress drin ist. Und daraus kann man dann auch schließen, oder haben wir darüber gesprochen, dass sie sich eigentlich auch Kollaborationsformate wünscht. Und das hat mich daran erinnert, dass ich in einer anderen Disziplin eine entsprechende Kollaboration einmal kennengelernt habe, und zwar beim FID Bau Digital. Das ist in Deutschland der Bereich für Bauingenieurswesen, Architektur und Urbanistik, die leider jetzt keine Verlängerung für ihre Förderung bekommen haben. Deswegen weiß ich auch den aktuellen Stand nicht, wie sie diese Kollaborationsplattform weiterführen oder nicht weiterführen. Aber die hatten auf jeden Fall eine oder haben eine Workbench, wo sie eben an den Forschungsdaten noch weiter arbeiten können, auch gemeinsam arbeiten können. Und jetzt deswegen dieses Beispiel aus der Musik, wo eben der Wunsch nach Kollaboration auch dringend gemeldet wurde. Und es zeigt sich auch ganz stark, dass sich die Weiterentwicklung der Erfassung mit Erfassungsbedarfen, ja, dass das nichts Statisches ist und dass sie halt noch weiter irgendwie daran arbeiten möchte. Und ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die Plattformen, die zum jetzigen Zeitpunkt angeboten oder vorgestellt werden, dass die, ja, dann ist es veröffentlicht, dann ist es halt statisch und kann nur noch abgerufen werden. Aber eben diese ganzen anderen Wünsche können dann nicht mehr mit reingebracht werden. Und dann habe ich noch ein letztes Beispiel. Das ist ein Forschungsvorhaben zu Berliner Mietshäusern. Das ist ein Forschungsvorhaben, was in Planung ist, und das baut auf einer, ja, zumindest in Berlin sehr bekannten Forschung, die auch in einem dreibändigen Werk erschienen ist, das Berliner Mietshaus, wo das Berliner Mietshaus von Mitte des 18. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts untersucht wurde. Und da soll jetzt eben Ende des 20. Jahrhunderts so wieder angesetzt werden. Und ich habe mit Herrn Professor Nöll auch darüber gesprochen, wie kann man da eigentlich vorgehen? Und Sie erinnern sich vielleicht, ich habe vorhin von diesen ganzen Blackboxen gesprochen, die bei Datenmanagementplänen aufploppen. Und das war eigentlich für mich ein sehr erhellendes Gespräch mit ihm, weil wir nämlich genau darüber gesprochen haben. Wir haben erstmal überlegt, was für Material wird denn da eigentlich gesammelt. Und das ist auch ein sehr heterogenes Material. Das sind auch Pläne, Karten, Bilder, Fotografien, alles Mögliche. Und da ist auf jeden Fall klar, dieses Material, das wird einfach urheberrechtlich und vor allen Dingen auch archivrechtlich geschützt sein. Da führt kein Weg dran vorbei, weil das eben auch so eine junge Forschungszeit ist. Wie gesagt, wir reden hier von Ende des 20. Jahrhunderts, also innerhalb der letzten 30 Jahre ungefähr. Für urheberrechtlichen Schutz, vielleicht gibt es da in manchen Bereichen auch noch Überlegungen, wie man damit umgehen kann.
Archivrechtlich, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Österreich ist, in Deutschland ist es so, das Archivrecht ist auch noch regional unterschiedlich und dann richtet es sich auch noch nach der Archivart. Das heißt, man muss dann auch noch gucken, in welchem Archiv, mit welcher Zuständigkeit, also regionalen Zuständigkeit und auch Ansiedlung, kommunal, Landesebene oder Bundesebene, ja, ist dieses Archiv gut vorhanden, um dann eben daraus ableiten zu können, welche Archivrechte gelten jetzt. Und dann kommt obendrauf noch immer die Hausordnung des Archives, die auch noch Vorgaben geben kann. Das heißt, das ist eine unglaubliche, ja, wirklich Quellenarbeit, die man erstmal machen muss, um diese Daten zu sammeln. Und da waren auch die Erfahrungen aus dem Projekt davor schon ganz gut, dass ich die im Gespräch hatte, da wir dann nämlich auch klären konnten, okay, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt das Thema Veröffentlichung noch ganz weit weg ist, weil wir haben gesprochen zu einem Zeitpunkt, als er sitzt noch am Forschungsantrag, lassen Sie uns trotzdem schon mal überlegen, wie müsste das denn aussehen und was muss man eigentlich jetzt schon alles mitdenken, weil das für eine spätere Veröffentlichung relevant werden könnte. Also nämlich dann eben in der strukturierten Datenerfassung sowas mitzudenken, welche Rechte herrschen vor, was darf ich damit vielleicht machen oder darf ich nicht machen, um dann eben auch die Herausforderung der Selektion der zu veröffentlichenden Daten auch schon sofort drin zu haben, um nicht hinterher auch da plötzlich einen Datenpool mit 4.000, 5.000 Datensätzen zu haben und sich dann zu überlegen, welche davon darf ich eigentlich jetzt im Sinne von Open Research auch noch frei zugänglich machen oder nicht. Und damit Sie mal eine Vorstellung davon haben, wir reden da auch von einem sehr großen Speichervolumen, nämlich von circa 3,5 Terabyte. Das bringen halt so Architekturpläne sehr schnell mit sich, weil die eine gute Auflösung brauchen. Und da muss man wirklich schon genau überlegen, wie man vorgeht. Und man muss in diesen Projekten tatsächlich eigentlich auch das Personal mit einplanen, damit das alles schon genau bedacht werden kann, also damit die Datenerfassung schon möglichst gut sein kann. Was hier noch offen ist, ist die Plattform, auf der veröffentlicht werden kann. Da müssen wir noch gucken, ob da auch für der Radar for Culture eine Möglichkeit sein wird oder nicht. Denn was klar ist, aufgrund dieser engen rechtlichen Rahmenbedingungen werden die ganzen Primärdaten, die in diesem Forschungsprojekt dann ja hoffentlich gesammelt werden, die werden nicht frei zugänglich irgendwo hingestellt werden dürfen. Das geht einfach nicht. Was eine Möglichkeit wäre, dass man diese ganze Quellenarbeit veröffentlicht und dass man im Prinzip dann anderen Forschenden damit die Möglichkeit gibt, darauf aufzusetzen, genau zu beschreiben, diese Karte haben wir aus diesem Archiv, und damit dann die forschende Person sagen kann, okay, da muss ich jetzt vielleicht auch mal eine Reise nach Berlin machen und ich weiß nicht, im Bezirksarchiv von Charlottenburg mir diese Karte angucken. Und das Ganze war noch eine große Herausforderung, das in einen Datenmanagementplan hineinzuschreiben. Also es gibt in Deutschland über die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, gibt es so eine kleine Checkliste, die kann man sich angucken, was so ein Datenmanagementplan alles beinhalten soll. Das kann man für viel einfacher zu handhabende Daten auch sicherlich ganz kurz und knackig auf einer halben Seite runtertickern. Bei so einem Projekt, also am Ende sind es, glaube ich, 2,5 Seiten geworden, in denen wir versucht haben zu beschreiben, was alles an Materialien zu erwarten ist, welche Formate zu erwarten sind, wie wir eine Langzeitarchivierung von denen, die archiviert werden können, gewährleisten, wie die gut beschrieben werden können, also diese strukturierte Datenerfassung, welche davon gegebenenfalls veröffentlicht werden können, wo, und so weiter und so fort. Dann die Problematik mit den Plattformen und dann auch noch die Problematik mit dem großen Speichervolumen. Also das alles zu beschreiben, ist sehr umfangreich. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob wir dafür zukünftig ja, andere Blaupausen kriegen werden oder ob wir auch das irgendwann mal runterkochen können, damit man nicht immer noch diese vielen verschiedenen Aspekte, die man ja durchaus benennen muss, aber dass man sie nicht immer noch in der Tiefe erläutern muss. Weil zum jetzigen Zeitpunkt habe ich einfach das Gefühl, dass wir da noch sehr viel immer drumherum schreiben müssen, warum denn das dann eigentlich ein Problem ist und das nicht einfach. Ja, wir am Ende ein, weiß ich nicht, ein Datenset mit 3,5 Terabyte einfach irgendwo online stellen können. So, und jetzt sind wir auch schon bei den Herausforderungen in a nutshell. Sie haben vielleicht ein bisschen mitbekommen, ich nenne es immer gern die Lust und Frust im Pionierinnen-Dasein, weil einfach so viele Aspekte bei uns
Ja, insofern, also zumindest für uns neu sind, weil wir noch gar nicht so intensiv mit dabei sind. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich gerade mit dem Konsortium NFT for Culture spreche, vieles ist auch für die neu. Es gibt wenig, woran man sich orientieren kann. Manchmal frustriert ist, weil man plötzlich mit Grenzen konfrontiert ist, die man vorher nicht bedacht hat. Und sei es, dass man plötzlich im Datenmanagement mit ja, Datenschutzfragen zu personenbezogenen Daten konfrontiert ist. Das kam jetzt in meinem Beispiel nicht vor, ist aber durchaus bei uns auch immer mal wieder ein Thema. Aber insgesamt habe ich ihm vielleicht auch vermitteln können, dass es auch sehr viel Spaß macht, damit zu arbeiten und sich einfach kreativ zu überlegen, was möglich ist. Sie haben aber vielleicht auch mitbekommen, Rechtsfragen, die begleiten uns von vorne bis hinten. Da kann man, also mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür, wo plötzlich Rechtsprobleme lauern könnten. Man hat auch vielleicht ein solides Grundwissen und trotzdem ist jeder Fall nochmal wieder neu. Und es gibt auch hier quasi kein Schema F, weil man das immer wieder nochmal neu bedenken muss und gucken muss, was genau jetzt hier vorliegt, um dann auch Individuallösungen zu finden. Wir haben auch immer die Herausforderung, dass es eben diese verschiedenen Perspektiven auf Openness gibt. Also was dürfen wir vom rechtlichen Rahmen her offenstellen? Was ist vielleicht auch sinnvoll, dass es offengestellt wird? Wo könnte vielleicht aber auch noch ein Verwertungsrecht mit dabei liegen oder eben die wirtschaftliche Existenz von Personen betroffen sein? Da hatte ich jetzt kein Beispiel für, ist aber durchaus auch was, was wir immer wieder mit bedenken müssen. Wir müssen genauso mit bedenken, dass ja, wir eine unglaubliche Vielfalt von Daten haben, mit denen wir konfrontiert sein können und dass es auch wirklich viele Unbekannte sind. Die Beispiele, die ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, das allererste, wenn Sie sich daran erinnern, diese künstlerische Installation mit den KI-Daten. Als ich das erste Mal diese Installation gesehen habe, ich meine, das war noch bevor es die, ja, die Revolution, also das Besondere gab mit ChatGPT-4. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ah, KI, ach, was ist das denn jetzt? Also da muss man sich halt auch immer reindenken. Jetzt gerade habe ich einen Fall, wo ich mich in Virtual Reality Daten reindenken muss. Also man weiß halt einfach nicht, womit man genau konfrontiert werden wird in den Künsten. Und was auch ganz wichtig ist, wir müssen eigentlich immer wieder neue Basics vermitteln. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir uns jetzt auch auf die digitale Informationskompetenz versteift haben oder darauf fokussiert haben. Weil einfach meine Hoffnung ist, wenn wir diese Kompetenzen konsequent immer wieder vermitteln und auch eigentlich schon mit in die Lehre hineingeben, dass wir dann, wenn es tatsächliche Beratungsanfragen gibt zu Datenmanagement, wir nicht immer wieder bei Null anfangen müssen, sondern eben ja schon ein Basiswissen haben, auf dem wir aufbauen können, um uns dann diesen ganzen spezifischen Fragen mit den Forschenden, den Lehrenden, also einfach den Personen, die diese Daten erzeugen oder bearbeiten wollen, ja, konzentriert widmen können. Und ganz am Ende Wissen und Erfahrung in die Community geben. Das ist einfach was, was ich festgestellt habe, was ganz wichtig ist. Wenn wir uns nicht diesen verschiedensten Formaten widmen und uns Gedanken machen und das dann eben auch teilen, also sei es jetzt, dass ich Ihnen jetzt hier heute ein bisschen was davon erzähle, sei es, dass ich ständig NFT for Culture mit Fragen löchere, sei es, dass ich auch ja, mit KollegInnen in Berlin viel darüber spreche. Wir müssen da einfach ja, uns austauschen und dann können wir nämlich auch voneinander lernen und das wird auch hoffentlich die nächsten Fälle vereinfachen. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, Sie haben vielleicht einen Einblick bekommen, bei uns gibt es lots of works und lots of choices und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen, einen kleinen Einblick in die Künste zu bekommen. Dankeschön.